So, Leandro-Gagstätter, Axel-Gagstätter unterstützt natürlich die Aktion, gibt ein letztes Hemd von SSV. Wäre schön, wenn noch ein paar andere mitmachen würden. Hier rein bei Fair Collect. Fair Collect, eine faire Geste, die machen das. Ein Kilo gibt einen bestimmten Betrag, um neue Spieler von SSV zu verpflichten. Wie hoch der Betrag ist, ich glaube, es ist nicht allzu hoch. Es wäre also gut, wenn möglichst viele ihr letztes Hemd geben würden. Leandro, was hast du schon alles einpackt? Schuhe, Klamotten, alles. Die hättest du anderweitig noch verschenken oder nutzen können, oder? Klar. Guter Mann, oder? Also jetzt packen wir es ein. Und auch Sie geben Sie Ihr letztes Hemd, unterstützen Sie Fair Collect. Ich hoffe, die sind auch wirklich fair. Also fair gegenüber dem SSV sind Sie auf jeden Fall. Und ich finde es einfach klasse. Und ich hoffe, dass Sie möglichst viel Kohle springen lassen von SSV. Und wir lassen möglichst viele Klamotten hier in den Container rein. Ja, ohne Tüte, oder? Würde ich schon sagen. Kannst du das... So, wir gehen das... Oh, das ist ja schon total voll. Guck, da ist schon einiges drin, gell? Schöne Pullover. Schöne Pullover. Guck, das habe ich früher alles mal trage. Toll wäre es ja auch, wenn potenzielle FC Bayern München Fans ihre Bayern-Trikots sponsern würden, ihre Dauerkarten sich einsparen würden und würden stattdessen zum SSV wieder gehen. Oder die VfB-Fans oder die Reutlingen-Fans. Aber die haben ja auch kein Geld. So, alles nix wie rein. So, nix wie rein. Ah. Das ist auf jeden Fall mehr als ein Kilo. Und es muss eigentlich einen guten Abwehrmann geben. Das braucht Ulm. Heute war es nicht so stark in der Defensive. Und jetzt schauen Sie an, liebe SSV-Fans. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er, der Martin Steck. Jetzt schauen Sie mal her. Das haben wir alles mit angekarrt. Das reicht für einen neuen Spieler, Herr Steck, oder? Mal anschauen. Oh ja, lauter feine Sachen. Lauter feine Sachen, das kann man noch anziehen, oder? Jetzt die Herbstkollektion, die fliegt hier rein, guck her. Altes Feigen-Trikot. Guck hier, mein Sohn, SV Feigen, jetzt Stuttgarter Kickers, sind aber im Herzen immer noch ein Ulmer, gell? Okay, prima. Oh, genau. Und jetzt geht's zurück. Herr Steck, super Idee, was versprechen Sie sich davon? Versprechen uns natürlich, dass wir viele Altkleider und vor allem auch Altschuhe sammeln können, die wir dann wieder verwerten können und dadurch natürlich einiges an Einnahmen auch für den SSV dann generieren. Und wir hoffen natürlich, dass wir dem SSV dadurch auch durch die finanziellen Mittel dann helfen können, damit das Projekt Aufstieg vielleicht nach dem kleinen Fehlstart doch noch klappen könnte. Aber wie ist die Größenordnung? Mal ganz ehrlich, hier haben wir zum Beispiel, was kommt hier? Ein super gut erhaltenes Paar Schuhe, prima, also von Leandros Mama, ja. Das sieht ganz prima aus. Was bringt das? Bringt das einen neuen Stürmer? So, das ist die Torjäger. Ja, also Kickschuhkanone. In der Einzahl nicht. Wenn es ein Paar ist, ist es natürlich deutlich wertvoller. Ja, genau. Ah, alles da. Ganz wichtig natürlich, dass die Schuhe auch gebündelt dann eingeworfen werden und gesammelt werden. Weil nur dann kann man sie auch wirklich dann verwerten. Wir sind ja ein gewerblicher Sammler. Wir verkaufen das wieder an Verwertungsbetriebe, die das dann sortieren und dann eben auch wieder auf Altkleidermärkte zum Beispiel daraus wieder Geld machen können. Was bringt denn mehr, Schuhe oder Textilien? Also man muss sagen, ganz klar Schuhe. Schuhe bringen ungefähr das 3- bis 4-fache wie Textilien und die Preise sind natürlich immer marktabhängig. Also die schwanken jeden Tag. Kann man also im Moment gar nicht, also ganz ehrlich, ich weiß im Moment den Kilopreis auch nicht so genau. Wichtig ist einfach, dass wir möglichst viel zusammenbringen. Je mehr, umso mehr Geld kommt eben auch von der SSV zusammen. Also liebe Ulmer Fans, nicht bloß hier zum Container rennen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, Herr Steck. Wo können Sie noch Ihre Schuhe und Textilien hinbringen? Also ihr könnt auch gerne die Textilien und Schuhe direkt bei uns, bei der Firma Gläser in der Blaubeurer Straße 263, kurz vor Blaustein, links abbiegen, dann bei uns abgeben. Einfach kurz an der Pforte bei uns melden, dass ihr für die Aktion SSV, wir geben unser letztes Hemd, sammelt. Dann könnt ihr die Altkleider und Alttextilien direkt bei uns abgeben und wir vermerken dann auch, wer die Textilien abgegeben hat. Dann kann man auch noch was gewinnen. Der SSV hat aber einen Preis ausgelobt, dass ein Spieler zur Weihnachtsfeier vom Fanclub kommt. Es war vielleicht im Gespräch noch ein Freundschaftsspiel mit dem SSV. Weiß nicht genau, ob das schon geklappt hat, aber wäre sicherlich auch noch ein Thema, wo der SSV da gern bereit wäre. Also und hier spenden zum Beispiel Leandro Gagstätter, benannt nach dem unnachahmlichen Leandro aus Bundesliga-Zeit,
Zeiten und Matteo Steck. Der damals das legendäre 1:9 gegen Leverkusen geschossen hat. So ist es. Genau. Aber das sind eigentlich böse, schlechte Erinnerungen. Der hat aber auch andere Tore geschossen und vorbereitet. Ja, genau. Herr Steck, schauen Sie mal, hier super Schuhe, gell? Das ist die goldene Torjägerkanone von seinem Urgroßvater. Die, ja. Nee, also natürlich Altkleider oder Altschuhe in dieser Qualität sind natürlich 1A, muss man auch wirklich sagen. Sind von uns? Wichtig ist, gebündelt, genau so muss es sein, dass die Schuhe gebündelt sind, dann bringen sie auch einen ordentlichen Wert. Also prima, also wenn ihr Altkleider und Schuhe in der Qualität bekommen, super Sache. Sie reden immer von Werten, aber wenn jetzt jemand mal 1000 so Schuhe, was bringt es für ein SSV? Was bringt es für Sie, was bringt es für ein SSV? Oder bringt es nur was für Sie? Nee, das bringt natürlich für den SSV auch ganz enorm viel. Also wir wollen eigentlich die Summe, ich habe das auch mit unserem Geschäftsführer bereits so abgesprochen, wollen wir dann auch aufrunden, sodass wir auch eine schöne Summe dann wirklich im SSV spenden können. Und im Prinzip ist das für uns ein Nullsummenspiel. Wir machen das einfach, um diese Werte, die wir jetzt da erzielen können, dem SSV zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht nur von mir, auch von uns und von vielen Mitarbeitern der Herzensangelegenheit. Dass Ihr Sohn jetzt noch reinfällt. Allen aufpassen. Die Herzensangelegenheit fällt in Faircollect-Container. Genau, ja, das wäre... Schafft weiter, Jungs. Genau. Ja, wenn der Container voll ist, bitte den nächsten, da kann man noch weiter einwerfen. So sieht's aus. Die Ulmer Fans unterstützen so super den SSV, dass die Container mittlerweile gar nicht mehr reichen. Genau. Herr Steck, herzlichen Dank für die Aktion und ich hoffe, liebe Ulmer Fans, dass möglichst viel Altklamotten, Schuhe zusammenkommen, damit es für den SSV reicht. Aufstieg 2014.